Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf Easy Money. Wir haben heute mal wieder ein Madden 21 Ultimate Team Video am Start. Ich weiß, das letzte Madden Video war auch ein Ultimate Team Video, das war aber ein Tutorial. Und heute werden wir weitermachen mit der Road to Super Bowl, Digga. Das heißt, wir werden ganz normal ein Online-Game zocken mit unserem Team. Vorher aber, fettes Shoutout einmal ganz kurz an alle meine neuen Kanalmitglieder, Digga. Ich freue mich extrem, dass ihr mich so heftig supportet. Wir haben tatsächlich 6 GOAT-Mitglieder am Start, das ist richtig wild. Deswegen fettes Shoutout an euch, falls ihr Bock habt, Kanalmitglied zu werden, mich somit zu supporten und auch exklusive Vorteile zu genießen, checkt auf jeden Fall mal den Button unter diesem Video aus, wo Mitglied werden steht. Ansonsten natürlich auch Shoutout an alle Abonnenten, die neu hier sind auf dem Kanal. Wir haben in den letzten Tagen echt viele dazu gewonnen, deswegen herzlich willkommen auf diesem Kanal. Freut mich, dass ihr am Start seid. Und ich höre jetzt auf rumzulabern, Digga. Lass uns anfangen mit Ultimate Team. Okay, Leute, wie immer zeige ich euch erstmal mein Team, was ich momentan in der Offense habe, was ich in der Defense habe. Wir haben auf Quarterback nach wie vor Lamar Jackson 86er. Ich glaube, das war im letzten Video noch anders. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben jetzt auch dank dem ehrenhaften Tobias Julio Jones auf Wide Receiver bekommen, Digga. Richtig wild. 86er. Der wird hoffentlich ein paar richtig nice Jump Balls catchen. Ansonsten haben wir immer noch Mark Ingram auf Running Back. Wir haben uns Scary Terry vom Washington Football Team geholt für den Slot Receiver. Er hat richtig guten Speed, deswegen dachte ich, können wir gerne mal machen. Der war auch nicht so teuer. Also bisher, was wir in der Offense noch brauchen, ist ein neuer Tight End, würde ich mal sagen. Und auf jeden Fall ein Center. In der Defense, liebe Leute, haben wir jetzt auch dank Tobias. Boom, Junge. Tyrann Mathieu einfach mal auf Strong Safety. 89er. Ganz, ganz wilde Nummer. Ich habe den auf Sub-Linebacker gemacht, sodass der bei der Nickel-Formation immer auf Linebacker spielt, damit ich einfach einen schnellen, steuerbaren Linebacker habe, und das ist richtig geil. Wir haben jetzt auch endlich einen Team-Captain auf Cornerback, und zwar Williams, 87er, richtig stark. Aber jedenfalls, in der Defense können wir definitiv einen neuen Right-Outside-Linebacker gut gebrauchen. Der ist nämlich oft auf dem Feld und der ist halt nicht sonderlich gut. Wir können definitiv einen Defensive Tackle gebrauchen, und ja, ich glaube, das sind erstmal die wichtigsten Positionen, die wir brauchen. Also Center, Tight End, Defensive Tackle und Right-Outside-Linebacker, und deswegen gehen wir jetzt in den Store. Wir haben 94.000 Coins. Gucken mal, was wir machen können. Dann nehme ich doch einfach mal den billigsten. Ja, komm, nehmen wir direkt einen Detroit Lion, dann freut sich NGG. Jetzt kaufen, 81er Center, ab in unser Team, Digga. Ich würde ganz gerne, wo ist er? Hier, Waller nehmen, weil der hat ganz guten Speed, kostet halt auch 30k, aber guck mal, der hat 82 Speed und jeder andere Titan, den ich hier gesehen habe, hatte maximal 77, 78. Deswegen Speed für einen Titan ist für mich persönlich sehr wichtig, weil ich einen Titan oft benutze, um den halt anzuwerfen. Deswegen, der muss ein bisschen auch rennen können. Und deswegen werden wir uns jetzt hier ganz entspannt Waller holen. 30k weg, Digga. So einfach geht's. Und da haben wir doch direkt Matt Ioannidis, Digga, vom Washington Football Team. Würde ich sagen, gönnen wir einfach, ohne in die Stats reinzugucken, weil er von Washington ist. Ab geht's, los geht's. Und zu guter Letzt brauchen wir noch einen Right Outside Linebacker. Da habe ich, glaube ich, auch schon jemanden im Blick gehabt. Und zwar war das tatsächlich Mac Wilson. Und der ist gerade echt billig für 12k. War das der mit dem guten Speed? 81, jawohl, Digga, den holen wir uns direkt. Und sogar noch richtig günstig für 12k geschossen. Nein, das Items Auction is already expired. Ja, ich wusste nämlich, da hat direkt jemand anderes geschossen, weil 12k für den war echt ein guter Preis. Dann nehmen wir ihn hier für 14k. So, Leute, jetzt haben wir noch 16k übrig und haben uns erstmal 4 Verbesserungen fürs Team geholt. Dann wollte ich auch nochmal ganz kurz nach Cornerback gucken, weil ein dritter guter Cornerback kann nie schaden. 88 Speed, Denzel Ward. Alter Scholli. Ja, okay, ich glaube, die Entscheidung steht schon fest, Leute. Nein, Denzel Ward wurde weggekauft. Oh, Junge, wir haben unsere Chance verpasst. Oh Gott, der war anscheinend richtig billig. Guck mal, der kommt hier nirgendwo mehr. Nein, Junge. Wir hätten bei Denzel Ward zuschlagen müssen. Alter, 24k. Jesus. Nee, Moment, hier ist er doch. Oh, dankeschön. Junge. Ich hatte kurz einen Schock. Buy now, baby, let's go. So, Leute, merkt euch unseren Overall. Wir sind auf einem 79er. Jetzt werden wir Best Lineup generaten. Mal gucken, was wir jetzt gleich sind. 81, Junge, let's go. Wir sind in den 80ern, Digga. Nice. Bro, das lässt sich doch mal sehen hier, Junge. Tight End, O-Line. Nice, nice, nice. Gucken wir mal in die Defense rein. Nice. Nice, sage ich dazu, Junge. Einfach, okay, das ist auf jeden Fall deutlich nicer jetzt. So, Leute, und damit würde ich sagen, jumpen wir ins nächste Online-Game. Mit unseren neuen Top-Spielern, Digga. Mac Wilson, Tyrann Mathieu und Williams, Bro. Let's go. So, das ist unser Team. Mal gucken, wen der Gegner hat. Was? Es gibt 90er-Spieler? Come on, Bro. Digga, im letzten Spiel waren meine besten Spieler irgendwie, keine Ahnung, in den hohen 70ern oder so. Und die Spieler vom Gegner waren in den hohen 80ern. Jetzt sind meine Spieler in den hohen 80ern die Top-Spieler. Seine Spieler sind einfach in den 90ern, Bro. Irgendwie sind diese Online-Gegner mir immer einen Schritt voraus. Oh man, Alter. Aber okay, wir probieren erstmal unser Bestes hier.
Nur weil er bessere Spieler hat, heißt es ja nicht, dass er der bessere Spieler ist. Außerdem, vielleicht ist der Rest von seinem Team richtig schlecht und nur diese drei Spieler sind gut. Ja, okay, er hat drei Sterne in der D-Line, er hat einen Cornerback-Stern. Eieiei, das könnte ein langer Tag werden, sage ich mal. Wir werden direkt erstmal gesackt. 2.17 direkt mega kritisches Play, Alter. Also irgendwie... Nice. Bro, wir kriegen ja gar nichts hin. Und es laggt auch noch geil. Deswegen wird der Punt jetzt richtig schön ins Ausgehen da direkt, Alter. Super. Wow, was für ein Punt. Mal gucken, was er jetzt in der Offense reißen wird. Er läuft erstmal ganz normal und das ist gut gestoppt. Nice. Jawohl, Alter. Wir holen den Sack, Junge. Chase Young, du Beast. Und er geht die ganze Zeit no huddle. Also mal gucken. Jetzt hier... Dritter Versuch und irgendwas. Das ist ein Pick. Ah, okay. Zu weit geworfen. Let's go, Alter. Gut verteidigt. 4.20 und er geht direkt dafür, Digga. Was für ein Typ. Nein. Jawohl. So, Leute. Damit haben wir den Ball direkt wiederbekommen. So wie er spielt, werden wir definitiv auch probieren, Field Goals zu nehmen, wenn es dazu kommen sollte, weil, ganz ehrlich, in der Offense wird er, glaube ich, nicht viel reißen. Und im Endeffekt geht es darum, wer mehr Punkte hat. Yes, Sir, guter Pass. Aua, der Hit hat wehgetan von Atwater. Man weiß ja, das ist ein harter Hitter. Deswegen, zum Glück haben wir da nicht gefummelt. Das war aber unser neuer Titan. Ach, komm schon, Ingram. Stolper doch nicht über deine eigenen Füße, Junge. Yes, Sir, let's go. Touchdown, baby. Nehm ich, Digga. Nice. Bitte lag nicht. Oh mein Gott, Digga. Und der hätte den Kick auch noch fast geblockt. Der Lag bei den Kicks ist schon hart, muss ich sagen. Auch der hier gerade war wieder nicht optimal. Ah, gut gestoppt. Mal gucken, was er jetzt in seinem zweiten Drive machen wird. Ah, ah. Ach komm schon, das ist doch lächerlich. Tyreek Hill natürlich, Alter. Okay, mal gucken, was geht. Jawohl, nehme ich, Digga. First Down ist da. Er hat einfach drei D-Liner mit einem Stern, Junge. Was soll denn das? Jawohl, let's go, Ingram. Endlich mal ein guter Lauf. Also mit Lamar Jackson selber laufen funktioniert echt gar nicht, weil die D-Line einfach so gut ist, dass die dann immer sofort aus dem Block rausgeschossen kommt und dich umhaut. Jawohl, First Down nehme ich aber erstmal. Jawohl, Jackson ist da, let's go. Slide, sehr schön. So, wir probieren es mit einem Screen Pass. Das könnte eigentlich ganz gut klappen sogar. Ihr wisst ja, Screen Pässe sind jetzt deutlich besser. Ah, das hat er ganz gut gelesen. Oh, guter Move. Aber wir wurden trotzdem noch gut getackelt. Wir nehmen mal eine Timeout. Wir haben nur noch 1,20. Ich würde sagen, direkt nächster Screen Pass hinterher. Auf ganz freche Basis, Alter. Sehr schön, das sieht doch gut aus. Boom! Oh, wir haben kassiert, Junge. 3.16, Alter. Jesus. Yes. Psych! Er droppt den Mann. Julio Jones droppt den Ball. Das kann nicht sein Ernst sein. Ey, das wäre ein Touchdown gewesen, Mann. Wehe, ich krieg jetzt hier einen Lag bei dem Field Goal. Das gibt's nicht. Okay, danke, es war noch drin. Okay, er hat noch 20 Sekunden. Nicht schon wieder, bitte nicht. Come on, Matthew, let's go! Tyrann Mathieu, baby. Sehr schön, Alter. So, Leute, die zweite Hälfte hat angefangen, aber irgendwie macht mein Gegner nichts. Der hat auch gerade das Spiel kurz pausiert. Also, ich weiß nicht, ob er irgendwie kurz weg musste oder so. So, jetzt ist er anscheinend wieder da. Rennt den Ball. Und wir kommen hier überhaupt nicht aus dem Block raus. Mann, Digga! Ey, wie lost und dumm kann man denn sein, Mann? Das ist halt schon wieder dieses berühmt-berüchtigte Problem, wenn der Gegner einfach viel bessere Spieler hat, dass der eigentlich machen kann mit dir, was er will. Du hast eigentlich gar keine Chance. Außer der Gegner ist wirklich komplett lost und macht nur dumme Sachen. Er strengt dich wahrscheinlich nicht mal richtig an, wenn man ehrlich ist. Das war stark gemacht, dass wir da noch was rausgeholt haben, Alter. Stark, Alter, Waller. Junge, der neue Titan rasiert.
Nice, Waller wieder am Start und wird wieder getötet von Ed Waller, Alter. So, mal gucken, was geht. Jawohl, Waller wieder am Start. Wir rennen ganz normal ins Aus, damit wir kein Fumble oder sonst was riskieren. Guck mal, wir driven eigentlich ganz gut das Feld runter. Wir müssen es jetzt nur schaffen, auch dann wirklich mal den Touchdown zu holen, ne? Und nicht... Mann, er droppt den Ball, Alter. Simmons stand mit dem Rücken zum Ball, dreht sich plötzlich um und fängt den. Wahrscheinlich, Digga. Digga, Williams ist ein 87er Cornerback und fuckt so hart, dass er da ungefähr gefühlt 10 Yards zwischen ihm und dem Receiver lässt. Macht auf jeden Fall Spaß, gegen so gute Teams zu spielen. Digga, schon wieder? Was ist denn Simmons für ein Biest, Junge? Ich dachte, ich könnte easy an ihm vorbeiwerfen. Stattdessen dreht er sich aus dem Nix um, macht einen kranken Sprung und fängt ihn einfach ab. Ey, was soll denn das? Die zweite Animation, die jetzt genau gleich war, Digga. Wollen die mich verarschen, Alter? Junge, was für ein unglaublich beschissenes Spiel, Alter. Guck mal, er fühlt sich jetzt richtig geil, denkt, oh ja, ich hole hier die Picks und so. Bro, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh mein Gott, er holt den dritten Pick hintereinander und denkt, er ist richtig geil. Und der spielt einfach nur Scheiße, Junge. Der ist so schlecht, Alter. Und nur dank seiner verfickten 90er-Spieler hier reißt er irgendwas. Weil die irgendwelche kranken Pässe raus oder irgendwelche kranken Routen laufen, Junge. Der ist so schlecht. Und dann verdrücke ich mich im Ernst mit den Tasten. Ich kann das gerade nicht glauben. Ich kann das gerade einfach nicht glauben. Was für ein Spiel, Junge. Ohne Spaß. Es kann doch nicht sein, dass in der ersten Woche, an dem ersten Tag gefühlt von Ultimate Team, direkt wieder nur solche Spacken da drin sind, die so ultra gute Teams haben und deswegen gewinnen. Was soll denn das, Mann? Es steht 35-9, Digga. Das war die ganze Zeit so ein spannendes Spiel. Wie krass ungerecht ist denn dieser Score gerade? Also wie unverdient kann ein Spiel eigentlich sein? Das ist unglaublich, Junge. Sowas kotzt mich zu Tode an, wenn der Spieler eigentlich scheiße ist und nur wegen seinem guten Team gewinnt, Mann. Junge, Alter, was soll denn das? Ich renne jetzt nur noch mit Jackson, ist mir kackegal, ob wir gesackt werden, Alter. So. Ja, und er fummelt natürlich direkt, Junge, sein erster Lauf, er fummelt, Alter. Komm, hol den Pick 6, Junge. Nee, er wird vom O-Liner gefickt. Ich hasse das in Ultimate Team so krass, Junge. Du denkst, du hast ein geiles Team. Oder du denkst auf jeden Fall, du hast gute Spieler, geile Spieler oder so. Und die sind dann einfach ein Sch*** verglichen zu dem Team vom Gegner, Alter. Das ist jedes Mal so, Digga. Er fummelt direkt wieder. Natürlich, Junge. Du Lappen, Alter. Ja, natürlich. Natürlich, Digga, ich lach mich tot, Junge! Ey, dieses Spiel ist so ein schlechter Scherz, Alter, ohne Spaß. Bro, wir haben gerade mal den 30. August oder keine Ahnung, was heute ist. Paar Tage nach Madden Release und ich habe jetzt schon wieder null Bock auf Ultimate Team, Alter, null. Was für ein Spaß, Digga, ohne Spaß. Madden ist einfach ein Hundespiel, ohne Spaß. Ich mache die nächsten Tage auch nochmal ein Review dazu. Und ja, Mann. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr gerne das Video liken. Ansonsten natürlich abonnieren, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Elton.